Nehmen wir uns mal ein paar mit. So. Und das ist der hier. Mhm. So, und jetzt kommt der Clou. Diese beiden. Erstmal gucken, haben wir noch einmal Strom? Da. Hey, wo kriegst du denn Strom her? Wieso nicht? Na ja, klar. Warte mal kurz. Dahin. Dahin. Genau. Und jetzt bauen wir dahin ein Manufaktor. Nur mal kurz, wo wer schreibt. Sie schreibt mir was völlig Unverständliches, weil gefüttert habe ich die Katzen. Ach ja, so. Was wollte ich machen? Den haben wir schon. Und die kriegen ein Förderband davon. Und ein Förderband davon. Na. Und ein Strom hiervon und bauen jetzt intelligente Verschichtung. Ist das geil oder ist das geil? Und in 25 Minuten ist alles fertig. So, einfach mal so. Hier müssen wir regelmäßig nachschieben und zwar zum Beispiel Schrauben. Aber Schrauben haben wir ja hier. Schrauben haben wir hier jede beliebige Menge, haben wir nicht. Aber egal, wir brauchen sie auch nur dafür. 500 Schraube, schon da. Eisenstangen, schon da. Wieso das? Ernsthaft? Okay, wir brauchen... Haben wir hier Strom? Ja. So. Wir brauchen einen weiteren. Ist egal. Weiter geht's. Hat der da hinten? Der hat da noch genug, oder? Das ist der falsche. Der neue. Ah. Der hier? Ja, ja. Die Masse haben wir noch genug. So, okay. Egal. So, wir gucken hier rein. Genug schreiben, genug. Eisenstangen. So. Okay. Das andere Ding braucht ja auch regelmäßig Schrauben. Auch immer hinterher. Eisenplatten, klar doch. So, wie sieht es bei dem aus? Der hat schon zwei von diesen intelligenten Beschichtungen. Ist doch super. Es ist nicht völlig automatisch, aber... So, lass uns mal gucken. Wir können nämlich, sobald hier
die 50 stehen, die im Prinzip ja schon aufschalten. Dann bauen wir die einfach wieder ab. Das ist es. Das ist mal ganz kurz schrauben. Die brauchen 5 Eisenstangen. Das heißt 250. Okay. Also Schrauben wird eng. Aber noch haben wir ja welche. Zack. So, das ist der eine und das ist der andere. Passt hervorragend. Da kommt jetzt ein Schrauben noch rein. Ich meine, der braucht ja nur 12. Mal 50. Das sind etwas mehr als 500, aber es sind ja nicht mehr so viele. Ja, so. Und Eisenplatten haben wir ja immer noch genug da. Der hier braucht die Eisenstangen. Perfekt. So, dann gehen wir in der Zwischenzeit mal zur Mam. Und was macht die? Alles abgeschlossen. Nur können wir das Spieler verbessert? Was? Aha. Wieso das? Übertakten? Ist ja schon. Das wissen wir nicht. Dafür brauchen wir eine gelbe Energieschnecke. Und eine Nacktschnecke. Also dafür brauchen wir eigentlich nur noch das. Und hier brauchen wir tatsächlich eine gelbe. So. Jetzt können wir uns hier eigentlich erstmal zwischenzeitlich drum kümmern. Das muss noch freigeschaltet werden. Wir machen dann doch alles, ne? So, am wenigsten gerne. Dann auch am ehesten noch das. So, gut. Wird jetzt ein bisschen eng wegen denen hier. Dann machen wir davon wohl noch ein paar mehr. Mhm. So, aber das wählen wir. Mhm. Erstmal rein, was wir brauchen. Das haben wir genug. Das ist okay. Und das ist okay. So, oh, ich wollte gerade sagen, die beiden Statuen hier, die wir noch haben. Ja, die sind ja sparsam. Was ist das? Gut. Mhm. Das können wir ja gerade schon da reinmachen. So. Wie sieht's hier aus? Ja, es sind schon 9. Ja, wir könnten jetzt übertakten, aber haut uns sofort alles raus. So, gucken wir mal. Hm. Na super. So, Rotoren. Rotoren brauchen wir auch für nichts weiteres. Sobald hier also die... Ach nee, warte mal. Nicht 50? Er hat ja schon 10. Das heißt, sobald hier 40, ja, sobald das beide zusammen 50 ist, können wir das abschalten. Geil. Oder? Ist das okay? Ist das gemogelt? Ich weiß es nicht. Dann lassen wir in diesen Dingen natürlich die Sachen noch weiter rollen. Ich will mal gucken, ist da alles drin? Mhm. Eisenstange, Schrauben. Müssen wir natürlich drauf gucken, ne? Also, Schrauben. Ja, nehmen wir. Machen wir noch nicht da rein, weil wir wissen nicht, was da an Schrauben noch gebraucht wird. Das sieht ungefähr gleich aus. Ach komm, machen wir sie mal da rein. Warten einfach, wann da die nächsten kommen. So, was haben wir hier? Die Eisenstangen, genau. Die könnten ja hier noch fehlen. Nein, da sind die Eisenplatten. Aber hier. Schwupps dich. So.
Gut, jetzt wird es natürlich hier tatsächlich ein bisschen eng mit den Schrauben. Naja, es sind nur noch zwei, die gemacht werden müssen. Dann können wir die Produktion kurz mal einstellen. 14. Wenn der nächste reingeht, können wir es abschalten. Ja. So, er hat eh keine mehr. So, jetzt braucht er Schrauben. Warte mal. Das sind die Rotoren. Werden wir mit Sicherheit noch brauchen. Also kriegt er erstmal noch die Schrauben, die ich hier habe. Die Eisenstangen sowieso. Und er hier. Ihm fehlen die Eisenplatten. Ja klar. Haben wir Eisenplatten? Nicht wirklich viele. Aber dafür hier. So. Ja, alles noch sehr langsam, aber es ist eine legitime Art und Weise. Und davon brauchen wir ja später noch mehr, weil wir brauchen ja weitere 50. So. Hm. 24, hier sind wir 40, noch 10. Wir können das Ding auch. Ja. Ja, dass da passt. Super. Ja, ja, ja. Das heißt, die Schrauben kommen jetzt erstmal alle da rein, weil da muss es noch weitergehen. So, liebe Schrauben. Ja, das ist, na, das mit den Schrauben, das ist nicht so geil. Und hier? Zack, das ist Biomasse, lecker Biomasse. Nicht Bier, Biomasse. Und hier vorne haben wir noch einen, ne? Ja. Die dürfen auf keinen Fall leer werden. Aber so werden die das auch nicht. So. Abgesehen davon haben wir ja von dem guten Zeug auch noch ein bisschen was. So, jetzt lassen wir schnell mal gucken, dass wir für die Fortschritte doch noch irgendwas in Heimarbeit machen. Achso, ja. B. Ja, so, Eisenstangen. Eisenstangen waren ja jetzt abgemeldet im Prinzip. Ja, was er noch hatte. War nicht er. Er braucht. Was er noch hatte. Das darf ruhig noch weg. Ihm fehlen die Schrauben. Und er hat 5 Statoren, Rotoren. Und er hat mehr Schrauben. Hilfe. So, aber hier Eisenstangen. Da können wir ruhig. Wegnehmen. Er kriegt nochmal. So, ein paar Eisenstangen, die legen wir zusammen. Und nehmen uns von unseren Eisenstangen hier mal noch ein bisschen was weg. 1, 2, 3. So, das heißt also, die Eisenstangen. Und ja, das war zusammen. Die Platten. So, und jetzt müssen wir schnell schauen, ob der mit den Schrauben, das sind die verstärkten Platten. Der hat von allem noch ein bisschen was. Und wie viel sind hier drin? So, der hat 33, das sind schon zu viele. Heißt also, wir
lösen das hier auf. Haben somit auch wieder eine Eisplatte im Dingens, genau. Und alles, was jetzt hier weiter produziert wird, das sind die 50 für den Dingens, ne? So, okay, machen wir gerade einen da rein. Sehr schön. Okay. Das waren zwei. Jetzt haben wir hier drei. Gut. Und der hier muss eigentlich jetzt nur noch fertig werden. Was ist das? Oh. Der Mond, der geht so schneller. Passt. So. Schrauben. Der braucht na, nur 12. Das sind jetzt noch 20. Ja, ein paar Schrauben braucht er noch. Die kann er gerne haben. Diese hier. So. Und dann. Das war er nicht. Der ist fertig. Der kriegt Schrauben. Und Eisenplatten. Damit er so. Gut, super. So, der arbeitet einfach nur fertig. Was? Ich schnapp die mir schon mal. Haben wir die Hälfte. Dann kommen die da rein. Wenn ich den Lift in Betrieb genommen habe, dann höre ich aber auch für heute auf, weil ich habe eine Menge zu schneiden, zu schnippeln und zu machen, dass das Ganze jetzt ein Gesamtkunstwerk wird, weil ich muss auch den Stream runterladen, weil Sachen mir einfach fehlen. Zack! Super. Und in dem Moment sollte es sogar möglich sein, während er es hier fertig macht. Ja, eigentlich müsste ich jetzt noch... Also den schalte ich, wenn er fertig ist, um auf Biomasse. Und deswegen... gehe ich jetzt auch noch ein bisschen... Nein. Biomasse sammeln. Bisschen Biomasse muss ich selbst noch machen, weil auch die Säge braucht. Das heißt, so, aber nicht viel. Jetzt läuft sie wieder. Aber das sollte jetzt die letzte gewesen sein. Und die ist auch wirklich nur für die Säge. Der Rest, das macht unser... ja, unsere kleine Maschine, weil das ist nicht die endgültige Produktion. Weil solange das noch unser Hauptantrieb ist, oh, guck mal hier. So viel schönes Gutes. Ach, hier ist das abgestorbene Holz, das muss ich auch. Hier. Oh, da haben wir wieder Kalkstein. Naja gut, aus dem Kalkstein können wir ja den Gips machen für dieses Dings. Oh, habt ihr den Wald gesehen? Habt ihr den Wald gesehen? Wer braucht abgestorbenes Holz? Kein Mensch. Der braucht überhaupt Holz, Natur. Ach komm, mach weg. Ja, er ist der Inhalt des Spiels. Also, ja, ich sehe das völlig anders, aber so
so mal im Spiel, macht das ein bisschen rum, trotzdem durchaus Spaß. Boah, Form. Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem.